American Football, ein Sport, der Männer zu Giganten macht und Helden auf den Boden zurückholt. In den USA, der Volkssport schlechthin, ist Football dabei, auch Europa zu erobern. Werfen wir einen Blick auf American Football. Das Spielfeld ist 120 Yards lang und 53 Yards breit. Zur besseren Orientierung ist es in jeweils ein Yard voneinander entfernte Hashmarks eingeteilt. An den beiden Enden befinden sich die Endzonen sowie Goalposts, um Punkte zu erzielen, aber dazu später mehr. Es sind immer 22 Spieler auf dem Feld, 11 von der Offense und 11 von der Defense. Die Offense versucht, den Ball in Richtung gegnerische Endzone zu bewegen. Die Defense will das verhindern. Die Offense hat 4 Versuche, sogenannte Downs, um 10 Yards zu überbrücken. Schafft sie das, gibt es einen First Down, also neue 4 Versuche ab der Stelle, an der die Offense gestoppt wurde. So arbeitet sich die Offense im Idealfall Stück für Stück über das Feld in Richtung gegnerische Endzone. Die jeweils zu überbrückenden 10 Yards werden am Spielfeldrand durch die sogenannte Chain Crew angezeigt, die mit ihrer exakt 10 Yard langen Kette aufs Feld kommt, wenn die Entscheidung knapp ist. Schafft die Offense in 3 Versuchen kein neues First Down, entscheiden sich die meisten Coaches im 4. Versuch für einen Punt, um den Ball möglichst weit in die Hälfte des Gegners zu bringen, wo dessen Angriffsserie dann wiederum startet. Gelingt es der Offense jedoch, sich in ihrer Angriffsserie bis in die gegnerische Endzone vorzuarbeiten, nennt man das einen Touchdown. Dafür gibt es 6 Punkte plus einen Punkt für den Extrakick. Reicht es nur zu einem Field Goal, gibt das 3 Punkte. Das Spiel ist eingeteilt in 4 Quarter à 15 Minuten, wobei die Uhr bei jeder Unterbrechung angehalten wird. Für Ordnung auf dem Feld sorgen insgesamt 7 Schiedsrichter. Sehen Sie einen Regelverstoß, werfen Sie eine gelbe Flagge auf das Spielfeld und bestrafen das jeweilige Team mit Raumverlust. Häufige Vergehen sind Offside, das Eindringen eines Spielers auf die gegnerische Seite vor dem Snap des Balles, Pass Interference, das Behindern eines Angreifers bei seinem Versuch, den Ball zu fangen, oder Holding, das Festhalten des Gegners zum Beispiel am Trikot. Die Offense ist beim Football für die Punkte zuständig. Wenn sie auf dem Feld ist, soll es Richtung gegnerische Endzone gehen. Als eine Art Spielmacher fungiert der Quarterback. Er sagt die Spielzüge an und verteilt den Ball nach dem Snap an seine Mitspieler weiter. Eine Möglichkeit ist das Passspiel, dann kommen die Receiver ins Spiel. Normalerweise sind 2 von ihnen auf dem Feld. Sie fangen die Pässe des Quarterbacks im Idealfall zum Touchdown. Beim Laufspiel kommen die beiden Running Backs zum Zug, der Halfback und sein persönlicher Blocker, der Fullback. Der Halfback übernimmt den Ball vom Quarterback. Er muss schnell und gleichzeitig kräftig sein, um sich den Weg durch die gegnerische Defense zu bahnen. Wenn das Laufspiel erfolgreich ist, hat der Fullback für gewöhnlich mit gutem Blockspiel die Grundlage gelegt. Seine Blocks sind nicht selten der Schlüssel zum Touchdown. Die meisten Blocks kommen aber von den 5 Offensive Linemen. 2 Tackles, 2 Guards und 1 Center. Mit ihren Blocks hindern sie die gegnerische Defense daran, Tackles zu setzen. Und schließlich gibt es noch den Tight End, eine Mischung zwischen Lineman und Receiver. Er blockt und fängt Pässe des Quarterbacks. Wenn die Defense aufs Feld kommt, hat sie 2 Ziele. Zum einen Raumgewinn der gegnerischen Offense verhindern. Und zum anderen den Ball für die eigene Offense oder sogar einen Touchdown zurückzuerobern. Das kann auf 2 Arten passieren. Zum einen durch einen Fumble. Dabei wird der Ball dem Gegenspieler aus der Hand geschlagen. Die 2. Möglichkeit ist die Interception. Das heißt, ein Pass des Gegners wird abgefangen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Defense. Ganz vorne stehen 4 Defensive Linemen, 2 Defensive Tackles und 2 Defensive Ends. Sie kämpfen gegen die gegnerische Offense um die Kontrolle der Line of Scrimmage. Sie müssen sowohl Running Backs stoppen, als auch den Quarterback attackieren können. Um die gegnerischen Receiver zu decken, gibt es 4 Defensive Backs, 2 Cornerbacks und 2 Safeties. Ihr Job ist es, Receiver am Fangen von Pässen zu hindern.
Während die Cornerbacks normalerweise One-on-One gegen die Receiver spielen, schwirren die Safeties in der Mitte des Feldes herum, auf der Suche nach harten Hits und echten Big Plays. Zwischen den Defensive Linemen und den Defensive Backs gibt es drei Linebacker. Sie sind schnell genug, um Receiver zu decken und stark genug, um das gegnerische Laufspiel zu stoppen. Obwohl die 11 Spieler der Defense eigentlich die Aufgabe haben, die gegnerische Offense zu stoppen, hindert sie natürlich niemand daran, selbst zu punkten. Obwohl die Kicker und Punter mit ihren Special Teams scheinbar nicht zu den ganz großen Attraktionen im Football gehören, können gerade sie den Unterschied in einem Spiel ausmachen. Der Kicker hat mehrere Aufgaben. Er eröffnet das Spiel mit dem Kickoff, den es außerdem gibt, wenn Punkte erzielt wurden und der vom gegnerischen Special Team returned wird. Zudem ist er für Field Goals zuständig und versucht sich am Extrapunkt nach Touchdowns. Der Ball muss dabei jeweils zwischen den beiden Torstangen landen. Geht er vorbei oder prallt er von einer der Stangen nach außen ab, gibt es keine Punkte. Der Panther hingegen schießt, so wie ein Fußballtorhüter, den Ball nach einer misslungenen Angriffsserie möglichst weit in die Hälfte des Gegners zurück. So, jetzt kennen Sie die Grundzüge des Spiels. Viel Spaß beim American Football.